Und jetzt Gran Canaria aktuell. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße euch. Wir haben es um grob 10 Uhr und ich möchte mal wieder ein Video machen. Es ist hier aktuell eine Affenhitze. Aber es soll ja morgen vorbei sein. Wir haben ja nun mal aktuell Wetterwarnstufe Rot. Es war gestern Nachmittag fast 37 Grad in Playa de Ingles. Und da war auch ein Wind, es war windig, aber das war wirklich wie ein Ganzkörperföhn. Also das war, es war aber nicht super unerträglich. Warum? Wir hatten eine Luftfeuchtigkeit von 39% zu dem Zeitpunkt. Und das ist heute ein bisschen anders. Wir sind jenseits der 80, aber wir haben weniger Grad. Wir sind jetzt so bei 31, 30 Grad dazwischen irgendwo. Aber das macht es ein bisschen unerträglich. Das ist mittlerweile mein drittes T-Shirt. Und wie ich schon sagte, wir haben es heute Morgen 10 Uhr. Die Nacht war auch nicht schön, also von der Temperatur her. Und das soll es vom Wetter her gewesen sein. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Ihr wisst ja, es ist jemand unterwegs von Gran Canaria nach Deutschland, sitzt aktuell in der Quarantäne und macht ein Videotagebuch. Und das werden wir ja veröffentlichen. Und es sieht also so aus, das verrate ich noch nicht. Es ist also trotz Reisewarnung scheinbar dann doch nicht so kompliziert. Und auch nicht so schwierig. Und ich denke mal, das wird viele von euch interessieren. Aber mit Recht würdet ihr natürlich jetzt auch sagen können, ist ja schön und gut, wie komme ich denn, wenn überhaupt nach Gran Canaria? Hat sich denn da etwas verändert? Und da muss ich sagen, am Samstag, also da war ja schon Reisewarnung, ist der Thomas von Café Europa, der die leckeren Kuchen und Torten macht, beim Café Europa in Playa de Ingles im Apartmenthaus Aloe. Der ist am Samstag wiedergekommen. Er war 4 Wochen in Deutschland und hat dort seinen Jahresurlaub verbracht. Und ich habe ihn vor die Kamera bekommen, weil ich ihn gebeten habe, lasst uns mal darüber reden, wie sah es denn aus? Hat sich was verändert? War irgendwas anders? Auch sein Empfinden, wie war es denn in Deutschland? Und ich denke mal, das darf ich euch nicht vorenthalten. Hier ist der Thomas von Café Europa. So ihr Lieben, eine berechtigte Frage ist natürlich auch, okay, es ist schön zu wissen, wie es funktioniert, wenn ich von Gran Canaria eben halt zurück nach Deutschland komme und dann in die Quarantäne, wie lange das dauert, wie das mit dem Test funktioniert. Aber erstmal muss ich ja nach Gran Canaria kommen und wie sieht das denn da aus? Und jetzt habe ich hier vor mir, der ein oder andere erkennt ihn schon, denke ich mal, er ist zuständig, er ist das, ja, die Dame des Hauses, wenn man so will, in der Küche. Und auf alle Fälle Mr. Konditorei, er macht den Kuchen von Café Europa in Playa de Ingles und es ist der Thomas. Und der Zufall hat es ergeben, dass der Thomas eben halt am Samstag während der Reisewarnung schon von Deutschland eben zurück hier hingekommen ist nach Gran Canaria. Bevor wir jetzt anfangen zu sprechen, lieber Thomas, ich bin ganz weit weg. Wir haben es extra bewusst so gelassen. Also es ist also ein Zoom und wir können jetzt einfach mal die Maske runterziehen, weil das ist vom Ton her einfach viel besser. Zieh mal die Maske runter. Hallo Thomas, jetzt erkenne ich wahrscheinlich auch viel mehr. Ja, Thomas, du bist jetzt, glaube ich, im dritten Jahr hier, ne, bei Café Europa. Im siebten Jahr, die Zeit vergeht, man sieht es gar nicht immer, es ist ja unglaublich. Thomas, du warst jetzt 4 Wochen in Deutschland, hast also, wenn du so willst, deinen Jahresurlaub in deiner Heimat verbracht und warst natürlich Mitte der Woche, als die Reisewarnung rauskam, wahrscheinlich auch ein bisschen aus dem Häuschen, weil du dachtest, wie komme ich jetzt hier hin? Und du bist wann hier hingeflogen dann? Am Samstag um 13.20 Uhr ab Münster. Ab Münster und wann hier gelandet? 17 Uhr, pünktlich. 17 Uhr. Hast du das Gefühl gehabt, das ist ja nicht das erste Mal, dass du fliegst, klar, dass es irgendwie in Münster irgendwie irgendetwas anders war beim Einchecken oder beim Einsteigen im Flugzeug? Nein, es wurde wohl Fieber gemessen, die durften nur einzeln einsteigen, aber eigentlich alles sehr locker und entspannt. Gut, und der Flug selber als solches, klar, war er voll? Nein, es waren nur 15 Leute in der Maschine. Wir hatten dann trotzdem Service, im Gegensatz, dass manche Leute erzählen, dass es keinen Service gibt. Es gab Service. Super nett, super freundlich, auch alles tiefenentspannt. Keiner hatte irgendwie Angst, nach Gran Canaria zu fliegen. Wie groß war die Maschine, wenn du sagst, 15 Mann wart ihr? Ich glaube 198, die also 737. Die 737 war das. Klar, eben runter, gelandet, war auf Gran Canaria beim also Eintreten in das neue Land, also eben halt den Boden vom Flughafen zu betreten und aus dem Flughafen rauskommen. Hast du da irgendwas anderes wahrgenommen, als es sonst wahrnimmst?
Und ja, dann halt eben mit dem QR-Code, die einen hatten einen Ausdruck, die anderen hatten auch ein Handy. Das wurde gesplittet und dann einmal auch wieder Fieber messen, die Wärmekamera, aber alles auch tiefenentspannt, ganz locker. Ich hatte eher das Gefühl, die Leute haben Angst, dass wir Corona mitbringen. Also nochmal zum Wiederholen, um auch die Leute zu beruhigen, die einfach jetzt noch überlegen, soll ich stornieren oder soll ich nicht? Also irgendwie einen Test machen müssen in Deutschland oder aber hier auf Gran Canaria war nicht vorgesehen. Nee, absolut nicht. Nee, absolut nicht. QR-Code hat gereicht und wie gesagt, ich bin auch froh, dass ich wieder hier bin und ich fühle mich hier sicherer als in Deutschland. Letzte Frage noch im Flieger selber. Man hört ja immer mal wieder, dass also Diskussionen gibt mit der Maske und hattet ihr da Probleme, dass irgendjemand da anfing zu pöbeln oder ähnliches im Flieger? Ja, es fing jemand an. Jetzt sag nicht du was. Nein. Ich habe sogar bis kurz vor der Landung alles gekriegt, was ich haben wollte. Nein, einer war dabei, der hat gepöbelt und dann hat sie gesagt, ja, dann verzehren Sie doch was, dann brauchen Sie die Maske nicht aufsetzen. Und das wollte er nicht und dann war er schon ziemlich frech. Okay, eigentlich bin ich mit Fragen durch. Also du hast gerade eben schon gesagt in einem Satz, dass du also dich hier sicherer und wohler fühlst als in Deutschland selber. Kannst du das vielleicht mit ein, zwei Sätzen sagen? Wie ist der Unterschied in der Bundesrepublik Deutschland? Du warst ja nur mal 4 Wochen da, du hast ja Menschen getroffen, du hast ja auch gesehen, wie Menschen sich versammeln oder auch eben nicht im Vergleich zu dem, wie es hier abgeht. Also in Deutschland halten sich die Leute, also die Maßnahmen dort sind nicht so streng wie hier. Und hier ist die Hygiene, was Restaurants und so betrifft, wesentlich größer und man achtet mehr drauf. Hier laufen wesentlich mehr Leute mit Maske rum, halten den Abstand ein. Ich bin einkaufen gewesen, ich habe gesagt, ich muss nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Ich war ein einziges Mal in 4 Wochen essen. Das macht keinen Spaß in Deutschland. Okay, also auch jetzt, was viele Menschen dann denken, ich komme hier nicht hin, weil mit Maske, das macht ja keinen Spaß und es ist ja kein Urlaub. Siehst du das anders? Weil du jetzt den Vergleich hast von Deutschland und von hier? Also wenn das das Einzige ist, was wir hier auferlegt kriegen, rauchen auf der Straße, nicht am Strand und Maske tragen, ist das alles wunderbar, kann man gut ertragen. So, dann gilt ein letztes Wort deinem Arbeitgeber. Also du kannst über deinen Arbeitgeber bzw. der Arbeitsstätte reden. Also was möchte ich sagen? Wenn du noch Leute grüßen möchtest und gib ihnen ein paar Gründe, nach Gran Canaria zu kommen und warum sollen sie ins Café Europa kommen? Kommt einmal ins Café Europa, wird das Herz von Playa de Inglis. Ja, wem ist nicht zu sagen. Danke, Thomas. Danke, dass du die Zeit hattest. Ich glaube, du hast vielen Menschen jetzt gerade die Angst genommen. Danke, Thomas. Tschüss. Ciao. So, ich hoffe, der Thomas hat mit seinem sozusagen Darstellung von seinem Rückflug dem einen oder anderen von euch dann auch die Angst ein klein wenig genommen, zu sagen, komm, ich mache es trotzdem. Ich kann euch an dieser Stelle jetzt schon sagen, weil ich weiß ja jetzt schon einiges von dem Weg, wie man nach Deutschland eben wieder einreist und welche Wege man da gehen muss, da kann ich euch auch wirklich beruhigen. Also das ist wirklich, das hört sich alles schlimmer an, als es tatsächlich ist. Und da wartet halt einfach noch ab. Ich hoffe, dass das morgen wir das Video dann eben machen können. Und auch hier, wir machen ja auch unsere Hausaufgaben. Wenn ihr überlegt, dass also die Infektionszahlen runtergegangen sind, wir waren ja vor 2 Wochen bei bis zu 139 auf 100.000 Einwohner. Und da sind wir Stand gestern auf 58 runter. Ja, wir sind noch nicht vom Eis, also wir sind noch eben halt natürlich in dem Bereich, wo es eben nicht sein soll. Aber es wird wohl hoffentlich auch in dem Weg weitergehen. Also die Maßnahmen funktionieren und vielleicht haben wir so einen riesen Hotspot, der nur leider selbst gemacht war, abgewehrt oder abwehren können. Ja, die Zeit wird zeigen, was auch noch eine ganz, ganz schöne Zahl ist. Und zwar eben halt war es auch vor 2 Wochen noch so, dass auf jeden Infizierten wurden 5 Menschen neu infiziert. Da sind wir jetzt bei knapp über 1, also 1 zu 1, noch was. Also wirklich richtig schöne Zahl. Zumindest der Weg ist also absolut der richtige Trend und der richtige Weg, wo es hingeht. Zum Schluss möchte ich euch natürlich auch in meinem eigenen Interesse bitten, wenn ihr den Kanal jetzt noch nicht abonniert habt, es kostet kein Geld, einfach mal unten den Knopf drücken, auf Abonnieren drücken. Und wenn ihr einfach noch kein Google-Konto habt oder noch nicht eingetragen seid bei Google, macht das mal. Ihr könnt dann auch argumentieren, ihr könnt dann einfach auch eben halt eure Kommentare dazugeben. Und wenn ihr immer mal Lust habt, einfach mal reinzuschauen, wie sieht es denn gerade so aus? Ihr findet hier unter dem Bericht auch noch eine Verlinkung, denn wir haben eine Webcam errichtet seit einer Woche. Und die geht direkt vom Sendemast runter und zeigt einfach Tag und Nacht den
ja, den Kreisel Avenida de Tijuana mit der Straße Avenida de Francia. Und da mache ich dann auch in Zukunft regelmäßige sogenannte Superchats. Das heißt, ich stehe für eure Fragen, die ihr habt, einfach mit Rat und Tat zur Seite, beziehungsweise ich beantworte sie und so gut ich kann. Und das hatten wir vorgestern gemacht und das war recht erfolgreich. Also es waren viele Leute, die da drin waren, es waren auch viele Fragen. Ich habe dann 3 Stunden am Stück wirklich geredet, manchmal staunig. Danach war die Stimme auch ein bisschen belegt, muss man einfach ganz klar sagen. Aber es hat euch Spaß gemacht, denn ihr seid wirklich drin geblieben und ja, also auch das werde ich wieder machen. Also einfach auf Abonnieren drücken und auch gerne diese Glocke mal drücken, weil dann bekommt ihr auch dann eben eine Nachricht, dass eben halt was Neues drauf ist auf unserem, auf meinem Kanal RPV Gran Canaria. So, ich hoffe, dass ich morgen das Video hinkriege, wie man eben von hier wieder zurückreist, aber ich hoffe, das jetzt hier hat euch schon ein klein wenig geholfen. Tschüss, bye bye.